Boom, liebe Freunde, was geht ab? In den kommenden Minuten reden wir einfach mal Klartext. In den kommenden Minuten will ich euch komplett ehrlich, komplett ohne irgendwelchen Bullshit, eine Einschätzung geben, für wen die Awesome People Talent Schmiede das Richtige ist und für wen nicht, in welchen Situationen, in welchen Stadien der Entwicklung das passt und in welchen auch wieder nicht. Dass ihr im Nachhinein wirklich komplett safe seid, alles klar, was ist für mich der Way to Go. Und es wird kein gewöhnlicher Sales-Pitch von, oh, das ist so geil, weil hier und kauf das, sondern ich werde es einfach komplett ehrlich machen. Meine Einschätzung, das, was ich denke. Zum ersten Mal möchte ich sagen, die Talentschmiede ist mir mein absolutes Herzensprojekt, denn für nichts Geringeres würde ich direkt nach der ersten, im Prinzip ohne so richtig durchzuschnaufen, direkt ins Konzept, in die Vorbereitung des Crowdfunding zur zweiten Talentschmiede gehen. Und ich merke gerade, oh, okay, mein Körper sagt mir, Robert, wir haben jetzt auch mal langsam wieder ein bisschen chillen angesagt und das wird auch direkt nach dem Crowdfunding passieren, dass ich erstmal wieder ein bisschen runterfahre und über den Sommer machen wir natürlich die Vorbereitung, bis es im September losgeht, aber ich werde auch ein bisschen entspannter machen und das ist gerade wichtig und ich baller das jetzt nur so durch, weil es mir unglaublich wichtig ist, die zweite Talentschmiede noch dieses Jahr machen zu können. Denn wenn wir jetzt gesagt haben, okay, machen wir erstmal ein, zwei Monate Pause, dann wären wir so weit hinten raus gewesen, dass es nicht mehr dieses Jahr möglich gewesen wäre und dann wären wir erst im nächsten Jahr an den Start gekommen, was auch okay gewesen wäre, aber darauf habe ich keinen Bock, weil dieses Projekt mir so, so wichtig ist. Und deswegen ist es mir auch extrem wichtig, dass ihr für euch komplett safe entscheiden könnt, ob das für euch der Way to go ist und wenn ja, auf was für eine Art und Weise oder vielleicht auch sogar nicht. Denn ich will bei der Talentschmiede nur Leute dabei haben, die sagen, das ist richtig geil, ich feiere das, ich passe da richtig gut rein und deswegen bin ich da am Start. Und zwar im ersten Part möchte ich euch einen Einblick geben, für welche Art von Businesses das Richtige ist. Und im zweiten Einblick, für welchen Fortschrittsstand, an dem ihr gerade aktuell stehen könnt, dass das Richtige ist oder vielleicht auch wieder nicht. Unser Kundenavatar, den wir uns für die zweite Talentschmiede auf die Fahne geschrieben haben und der immer wieder da ist, um so verschiedene Dinge abzuchecken, sind Jules und Ed. Jules und Ed waren beim letzten Mal als Teilnehmer mit auf Bali dabei. Jules und Ed sind die Healthy Hustlers und waren beim Casting und haben da ihre Idee gepitcht von einem Journal für positive Gewohnheiten. Sonst war noch nichts da. Es war nur eine Idee im Kopf, keine Social Media Präsenzen, kein Buchkonzept und so weiter und so fort. Sonst war noch nichts da, nur diese Idee. Die beiden waren zu zweit und haben gesagt, wir wollen das jetzt hier zusammen machen. Und dann haben wir im Laufe der 10 Wochen mit denen ihre perfekt passende authentische Positionierung rausgearbeitet, noch ein paar Schlenkern. Wer die Videos verfolgt hat, weiß, es ging mal da lang und mal da lang und mal da lang. Und am Ende haben wir es dann in die richtige Richtung gebracht. Und diese Trial-and-Error-Zeit war auch extrem wichtig, um genau das herauszuarbeiten. Dann haben wir ein starkes Markenkonzept ausgearbeitet. Wir haben Social-Media-Strategie. Die ersten 1300 Instagram-Follower standen am Ende zu Buche. Eine ganze Menge Podcast-Hörer. Der Podcast ging richtig gut ab. In den iTunes-Charts immer wieder echt mit oben dabei. Und letztendlich das Produktkonzept. Sie haben den Coach gelauncht. 39 Euro, 150 Plätze, alle ausverkauft. Die ersten 6.000 Euro Einnahmen. Und das haben wir in den 10 Wochen geschafft. Und da muss ich sagen, das war der perfekte Case für die Talentschmiede, weil die Jungs haben alle 4 Kernthemen. Die 4 Kernthemen der Talentschmiede sind Positionierung, Branding, Online-Marketing und Produkterstellung. Diese 4 Kernthemen. Mich ausrichten, auf wen fokussiere ich mich, wie trage ich das nach draußen, eine starke Marke aufbauen, genau die Menschen letztendlich erreichen, die ich damit erreichen will und dann, wenn wir das geschafft haben, bauen wir ein Produkt genau für diese Leute. Das ist das, wo die Talentschmiede am stärksten ist. Dementsprechend sind die beiden unser Kundenavatar, unser absoluter Lieblingskunde für die nächste Talentschmiede. Was war jetzt bei denen konkret am Start? Erstens, und das ist der Business Case, der bei der Talentschmiede am allerbesten aufgehoben, wenn es ein Coaching-Business ist. Die beiden haben gesagt, okay, wir können irgendwas besonders gut, wir wollen das jetzt raustragen. Und das ist jetzt nicht nur klassischer Coach, ich helfe dir bei den Problemen in deinem Leben und wir setzen uns zu zweit hin und so weiter. Coaching-Business verstehe ich alles, was irgendwie wissensbasiert ist. Wo ich eine Expertise in irgendwas habe und das kann jetzt Gärtnern sein oder Fitness oder Produktivität oder das kann im Prinzip alles sein. Aber jede Tätigkeit, wo ich eine Expertise in irgendetwas habe und das nach draußen tragen möchte, ist bei der Talentschmiede erstmal extrem gut aufgehoben, weil das natürlich auch das Geschäftsmodell ist, was ich seit mittlerweile knapp 5 Jahren lebe und dementsprechend wie meine Westentasche kenne und genau, da der ganze Input der Talentschmiede am allerbesten ansetzt. Außerdem extrem wertvoll, wenn das Business eine Social-Media-Komponente hat, weil das natürlich auch echt so unser aller Steckenpferd und dementsprechend eine Social-Media-Komponente und so ein Ansatz von Personal-Branding. Ich will mich als Gesicht nach draußen tragen, das ist extrem wertvoll, weil da bin ich auch mega, mega stark drin.
Aber jeder, der jetzt sagt, oh, ich will gar nicht so krass mit meinem Gesicht involviert sein, würde ich jetzt definitiv nicht aussortieren, weil bei vielen ist es so. Bei sehr, sehr vielen. Zum Beispiel, bestes Beispiel, Rima bei der letzten Talentschmiede kam und zum Casting meinte er so, ja, ich will die Duftöle machen und so, aber ich will das jetzt gar nicht so sehr mit mir als Person verweben. Da fühle ich mich ein bisschen unwohl, will ich gar nicht so sehr. Und hinten raus macht sie es doch und macht den Podcast und sie ist die Personal Brand, sie ist Rimas Duftmanufaktur und so weiter. Und bei vielen Menschen liegt das eher daran, dass sie so ein bisschen unsicher sind, sich zu zeigen und nicht wissen, und kann ich das und darf ich das und so weiter. Und das ist halt ein persönlicher Wachstumsprozess, der natürlich über die Talentschmiede vonstatten geht und dementsprechend ja, es am Ende leichter wird. Jetzt habe ich was im Auge. Eieiei. So, besser. Also, Personal Branding Komponente, Social Media Komponente, sehr, sehr wertvoll. Genau, dann immer die Frage, die immer wieder kam, B2B oder B2C-Business. Also generell muss ich ganz ehrlich sagen, B2C-Business kann ich besser helfen und ist, glaube ich, Talentschmiede noch stärker drin, würde aber ein B2B-Business absolut nicht ausschließen. Kommt natürlich darauf an, in welche Richtung ihr gehen wollt, was ihr vorhabt. Wenn ihr sagt, okay, ich verkaufe irgendwelche super teuren medizinischen Geräte an Großkonzerne, da muss ich sagen, da ist wahrscheinlich die Talentschmiede nicht der richtige Ort, um das zu tun. Darüber hinaus alles, was ein sehr großes, hohes Anfang-Invest, ich muss erstmal Maschinen kaufen und sowas, ist auch die Talentschmiede nicht der richtige Ort. Wir sind mit einem sehr, sehr starken Lean-Startup-Gedanken dabei, also wirklich alles im Kleinen erstmal zu testen. Ich bin der Meinung, sehr, sehr viele Dinge lassen sich auch im Kleinen testen, aber eben nicht alles. Und alles war jetzt erstmal ein Riesen-Invest und ich muss mir jetzt erstmal Kohle, Fremdkapital reinholen, Kredit aufnehmen und all diese ganzen Dinge. Da ist die Talentschmiede aus meiner Sicht auch nicht der richtige Ort. Genau, also Fokus auf B2C-Business, aber wie gesagt, wenn ihr ein B2B-Business aufbaut, was eine Affinität zu unseren Themen hat und wo ihr auch ein Stück weit mit eurer Brand rausgehen wollt und wo vielleicht auch eine Social-Media-Strategie Sinn macht. Ich bin absolut nicht der Meinung, dass Social-Media-Strategien nur für B2C-Business Sinn machen, absolut nicht. Dann kann aus meiner Sicht auch das sehr, 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 sehr stark sein. Genau, also Hauptfokus auf Coaching-Business, aber auch darüber hinaus, also zum Beispiel haben wir jetzt gesehen, okay, Rike, da geht es um eine Dienstleistung, aber auch da mit einem starken Personal-Branding-Ansatz und mit einem starken Social-Media-Ansatz und das kann, das hat auch ein super, super Potenzial. Wie gesagt, wenn ihr physische Produkte herstellen wollt, die eher hochpreisig unterwegs sind, wo es sehr viel um wie funktioniert das Ganze jetzt konkret und wie mache ich da ein Produkt draus und sowas alles. Das sind dann auch die Cases, wo ich sage, tendenziell eher nicht. Bei den Healthy Hustlers war es jetzt stark, also sie haben ein Buch rausgebracht, ein Coach, hier, bumm, das ist er jetzt nicht, das ist hier Alex Fischer, aber das, da konnte man mega gut helfen auf jeden Fall. Aber wie gesagt, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich will einen, weiß ich nicht, hier so einen Sessel entwerfen oder irgendwas Technisches oder so, da braucht ihr, glaube ich, die Talentschmiede auch nicht unbedingt. Und wie sieht das letztendlich mit dem Fortschrittsstandpunkt aus? Das ist auch immer eine Frage, die sehr, sehr häufig kommt. Also, lass uns mal von Beginn an die einzelnen Phasen auf dem Weg zum erfolgreichen Business durchexerzieren. Und zwar, wenn ich noch am Anfang stehe und sage, oh, ich will gerne was Eigenes starten, aber ich weiß noch gar nicht, in welche Richtung, ist die Talentschmiede nicht das Richtige. Denn ganz ehrlich, dann seid ihr erstmal total in der Findungsphase, was mega geil ist. Embrace diese Findungsphase, mega geil, ihr könnt alles ausprobieren und so weiter. Aber bei der Talentschmiede geht es darum, dass wir wirklich anhand eines konkreten Projektes die einzelnen Steps durchgehen, Positionierung und Branding und Marketingstrategie und Produkt und so weiter. Dementsprechend, wenn ihr noch nichts habt, womit ihr konkret diese Aufgaben machen könnt, diese Steps machen könnt, dann seid ihr erstmal zu früh. Und dann würde ich sagen, okay, geht mal erstmal nochmal da voll in die Findung und probiert ganz viel aus und experimentiert. Und dann kommen wir da vielleicht nächstes Jahr auf jeden Fall zusammen. Genau, also das heißt quasi so, der Anfangsstandpunkt, der definitiv mindestens da sein muss, ist, ich habe eine Idee, die ist vielleicht auch aktuell nur in meinem Kopf, wie bei Jules und Ed. Das muss jetzt noch nicht, muss noch nicht angefangen haben damit. Es ist auch erst okay, wenn nur die Idee da ist, aber sie sollte schon ein Tick weit konkret sein. Wie gesagt, sie muss auch jetzt absolut nicht perfekt sein, hat sie jetzt bei denen gezeigt, da haben wir auch nochmal viel gedreht und sowas. Aber ihr müsst euch zumindest auf jeden Fall schon mal hinstellen können und sagen können, also okay, das, was ich vorhabe, ist das. Ihr müsst es auf den Punkt bringen können. In die Richtung könnte es gehen. Das wäre vielleicht so ein bisschen was ich vorhabe, auch vielleicht für die Zielgruppe. Wie gesagt, es muss alles noch nicht perfekt sein, aber ihr müsst schon mal eine grobe Vorstellung davon haben, wie das Ganze aussehen kann. Denn sonst laufen, glaube ich, die Bemühungen, die wir da haben, ins Leere. Das heißt, das ist so der erstmögliche, das frühestmögliche Stadium, wo das Sinn macht, am Start zu sein, wenn wir eine Idee haben und die schon recht konkret in unserem Kopf ist, aber wir noch nicht begonnen haben. Dann natürlich alles, was danach folgt,
Die Idee ist schon ein Stück weit im Executen. Wir haben schon vielleicht eine Social Media Plattform aufgebaut, sind dabei, sie rauszugeben. Vielleicht tüfteln wir schon an einem Produkt oder sowas. Alles super sinnvoll. Bis hin zu, oh, schon gelauncht. Die ersten Einnahmen kommen auch schon rein. Erst ein paar hundert Euro im Monat. Das ist schon ganz geil. Auch super sinnvoll. Das war zum Beispiel der Case bei Laura jetzt beim letzten Mal. Sie hat schon echt auch ganz gut Geld damit verdient. Nicht mega krass, aber konnte schon irgendwie gerade so ganz knapp davon leben. Und das ist natürlich mega geil. Aber, und das ist wichtig, wenn ihr sagt, ich kann schon davon leben und das ist genauso, wie ich sein soll, dann seid ihr definitiv zu weit für die Talentschmiede. Dann braucht ihr das, dann würde ich sagen, go for it, weiter executen. Aber was Laura gesagt hat, okay, eigentlich bin ich gerade in einem anderen Geschäftsmodell unterwegs, als wo ich sein will. Sie hat die ganz vielen Outdoor-Workouts gemacht und Personal Trainings und Ernährungsberatungen. Und eigentlich will sie aber eher in die Richtung gehen, dass sie mehr Leute erreichen kann und dementsprechend auch nicht mehr Zeit gegen Geld tauschen muss und eher ein Produkt bauen. Und damit hat sie halt noch gar nicht begonnen, hat sie auch noch gar keine Klarheit gehabt. Und dementsprechend war das der perfekte Case, weswegen wir dann gesagt haben, okay, dann nehmen wir sie mit rein. Weil wenn sie jetzt gesagt hat, okay, ich will einfach noch geilere Outdoor-Workouts machen und die beste Personal Trainerin werden und so, haben wir gesagt, okay, brauchst du die Talentschmiede nicht, kannst du einfach so weitermachen und kannst du genau diese Steps gehen und dann kommst du da auch ganz easy alleine hin. Also, je mehr Geld reinkommt, desto mehr braucht ihr diesen Gedanken von, okay, eigentlich will ich ja eher in eine andere Richtung gehen. Und vielleicht seid ihr sogar in einem Business unterwegs, was schon mega krass läuft. Vielleicht sind auch schon Mitarbeiter drin, vielleicht ist schon alles krass. Aber wenn ihr sagt, oh, nee, eigentlich will ich eine Umsattelung machen, eigentlich will ich das gar nicht mehr, ich will eigentlich hier lang, dann natürlich ebenfalls mega. Also, genau, ist egal, wenn ihr schon super weit seid, aber sagt, okay, die Richtung will ich komplett ändern und nochmal komplett von neu und nochmal die Positionierung arbeiten und was ist die genaue Marketingstrategie, dann seid ihr sehr, 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 sehr herzlich willkommen in der Talentschmiede. Also, ihr merkt, das Spektrum von, ich habe eine Idee, die ist auch schon recht konkret in meinem Kopf, ich habe aber noch nicht begonnen, bis hin zu, kommen auch schon Einnahmen rein, aber es läuft absolut noch nicht so rund, wie ich mir das vorstelle. Das ist so das Spektrum, wo die Talentschmiede Sinn macht. Und genau, dann könnt ihr jeder selbstständig entscheiden, okay, wo bin ich denn eigentlich da genau unterwegs? Und vielleicht noch ein paar kleine Gedanken zu den einzelnen verschiedenen Pässen. Für den Großteil der Community empfehle ich den Community Pass. Denn der Community Pass beinhaltet das gesamte Umfeld und Netzwerk und Zugang zu den Spaces. Gestern ist die Umfrage zu Ende gegangen. Mega Glückwunsch an die siegreichen Städte. Also wir werden bei der ersten Funding-Schwelle werden wir Berlin, Hamburg, Frankfurt und München mit einem Space versorgen. Und bei der zweiten Funding-Schwelle werden wir zusätzlich noch Leipzig, Nürnberg und Köln mit einem Space versorgen. Das sind die 7 Städte, die wir dann letztendlich am Start haben werden. Und genau, mit dem Community Pass habt ihr den Eintritt in den Spaces mit dabei. Seid Teil der Mastermind-Events, Facebook-Gruppe, Voice Messages, Coachings und so weiter und so fort. Wenn ihr nochmal Fragen habt, guckt euch auf jeden Fall gerne nochmal das Konzeptvideo an oder hört die Podcast-Episode dazu. Genau, der Community Pass macht aus meiner Sicht für den Großteil der Community Sinn. Ich würde sagen, so 70, 75% sehe ich in diesem Community Pass. Dann für einen ganz kleinen, für jemanden, der sagt, oh, ich habe schon das krasse Umfeld, ich will eigentlich nur selber die ganzen Strategien haben, will da durchlaufen, aber Netzwerk brauche ich eigentlich gar nicht. Dann der Selbstlernpass natürlich am sinnvollsten. Und wer jetzt aber sagt, so, ey, nee, ich habe die Möglichkeit, den ganzen September mir komplett rauszunehmen, komplett freizunehmen. Ich habe jetzt da nicht einen fixen Job, wo ich nicht in Urlaub nehmen kann. Bin nicht gerade mitten im Studium oder Kinder oder was auch immer. Irgendwelche Dinge, die mich an einen perfekten Ort sozusagen binden. Dann natürlich lieben gerne zum Casting. Und ich empfehle halt auch immer, auch beim letzten Mal hatten wir zum Beispiel einige dabei, die gesagt haben, oh, ich will gar nicht unbedingt nach Bali und ist für mich jetzt eigentlich gar keine Option, aber ich komme trotzdem zum Casting, um mal diese Pitch-Erfahrung mitzunehmen und um ja, gezwungen zu sein, meine eigene Idee auf den Punkt zu bringen, um Feedback zu bekommen, um mich vor Ort zu vernetzen. Und das ist halt genau der Value auch vom Casting. Jeder bekommt nach seinem Pitch ein Feedback von uns. Und genau, kann sich außerdem vor Ort mit den anderen vernetzen. Reichweite, Social Media ist am Start. Das heißt, allein das Casting ist schon eine geile Win-Situation. Genau, deswegen würde ich mal sagen, so 70% Empfehlung für den Community Pass, 25% Empfehlung für den Casting Pass und 5% Empfehlung für den Selbstlernpass. Das ist so die Verteilung der Mengen, die ich mal so geben würde. Das heißt nicht, ich empfehle den Selbstlernpass nur zu 5%, das heißt, keiner soll den kaufen, nein, 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 sondern nur für 5% der Leute ist der aus meiner Sicht der richtige. Also wer sagt, ich habe da schon das perfekte Umfeld, dann auf den gehen, für den Großteil die Community und wer sagt, okay, ey, ich bin da recht flexibel und ich könnte mir das so einteilen und ich habe Bock, die volle Betreuung zu bekommen und ich will da jetzt meine Idee pitchen und ich will damit rausgehen, dann
definitiv den Castingpass. Das ist so ein Stück weit meine Gedanken. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen geholfen, dabei eine Klarheit zu finden. Wo seid ihr gerade in diesem Spektrum unterwegs? In welcher Business-Idee seid ihr unterwegs? Macht dann die Talentschmiede Sinn? Ja, nein. Wenn jetzt noch Fragen offen geblieben sind, wenn ihr sagt, okay, in meinem ganz konkreten Case kann ich mir jetzt immer noch nicht ganz, weiß ich, bin ich immer noch ein bisschen unsicher, ob ja oder ob nein. Ganz easy, schreibt mir eine Message, am liebsten bei Instagram oder schreibt uns eine E-Mail, das ist hallo@awesomepeople.family oder genau, wie gesagt, bei mir bei Instagram, Robert Gladitz, alles zusammengeschrieben. Haut mir da gerne eine Message raus, schreibt ein bisschen was zu euch, zu eurem Business und was ihr da vorhabt. Und jetzt geht es nämlich mit der Talentschmiede los. Es hat geklingelt. Ihr habt es gehört. Morgen um 10 Uhr startet das Crowdfunding bis zum Freitag. Um Mitternacht sind wir da krass am Rollen. 7 Tage, in denen es zählt. Und wenn ihr pumped seid und wenn ihr mitmachen wollt, dann macht unbedingt direkt zum Start mit. Denn je heftiger das vom Start weg abgeht, desto mehr Reichweite kriegen wir von Start Next, desto mehr die unsicher sind, erstmal auf der Seite stehen, machen letztendlich auch noch mit. Und dementsprechend seid ihr die Vorreiter, die das Ganze so richtig an den Start bringen können. Freunde, danke. Ich freue mich auf jeden Einzelnen. Es wird ein heftiges Projekt. Es wird ein richtig, richtig, richtig heftiges Projekt. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Bis bald bei der Talentschmiede.